Okay, da sind wir los. Und Headshot. Headshot. Ah, das wäre auch ein Wunder gewesen, hätte ich den erwischt, wa? Aber es wäre lustig gewesen. Habe ich den jetzt erwischt? Jo, ich habe den erwischt. Respekt. Habt Respekt vor mir, ich bin der Super-Mega-Killer. Overkiller, sozusagen. Aber jetzt erwische ich ihn irgendwie nicht mehr. Aber das dürfte auch... Nein, der lebt immer noch. So, das war's jetzt aber. Hoffe ich mal. Es wird ja langsam schon peinlich, wie ich hier auf die drauf ballern muss. Meine Fresse. Ja, ist hier noch irgendwie was? Das dürfte es dann von hier aus schon gewesen sein. Ich muss natürlich immer noch ein bisschen aufpassen, wegen solchen Gassen und sowas. Da können sich natürlich super solche Penner drin verstecken. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. Nicht wahr, ja. Super gelaufen. Den haben wir erwischt. Den haben wir auch erwischt. Und den erwischen wir auch noch. Kein epischer Tod, aber auch tot, auch gestorben. Und das ist doch okay. So, haben wir noch... Ja, wir haben noch genug von hier. Super. Super. Ja, das ist übrigens auch üblich, dass man mit einer Magnum einen ganzen Zeitungsstand kaputt schießen kann. Sehr schön realistisch gehalten. So. Ich persönlich mache das auch gerne jedes Wochenende mal. So ein bisschen. So. Und hier liegen schon fast überall die Gegner verstreut. Ja, mal gucken, ob wir das überhaupt noch in der Aufnahmezeit schaffen, das jetzt zu übernehmen. Ich hoffe ja mal, dass doch. Weil wenn nicht, würde mir das Herz brechen. Denn wir sind ja schon eigentlich ganz geübt hier mit so welchen fiese Matenten. Jo. So läuft das hier. Und zwar genau so. Da
wechseln wir mal wieder zur Pistole. Oder wir wechseln direkt mal zu unserer Tommy Gun. Und machen das hier auf die ganz harte Tour. Sofern wir das denn hinkriegen. Nicht wahr, ja. Dass einer von denen auch mal einen Lebensfang verloren hat oder verliert. Weil sonst ist das hier ein schnelles Ende gewesen. Und ja, einer hat einen Lebensfang verloren. Super. Haben wir ja richtig Schwein gehabt. Jo. Und dann geht das wie gewohnt weiter. Und wir sind natürlich im Bandenkrieg mal wieder. Passiert uns ja so selten in letzter Zeit. Wir in einen Bandenkrieg geraten. Und die Muni reicht leider nicht mehr aus. So. Muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Na, komm raus. Das war doch gar nicht so schwer. Irgendwie viel einfacher jetzt geworden, dadurch, dass ich erstmal gegen die Basis hier, ne, meinen Feldzug geführt habe. Da geht das wieder. Da kann man die hier wieder besiegen. Ziemlich locker eigentlich sogar. Was eigentlich ja schon ein bisschen schade ist. Hier mal wieder so gar keine Herausforderung ist. Und den Heilungstrank heben wir uns am besten noch ein bisschen auf, falls wir doch noch in eine Bedrohung kommen sollten. So, das scheint nicht zu überzeugen. Denken Sie an Ihre Familie. Sie wollen doch nicht, dass sie leidet? Ich habe einen nervösen Zeigefinger. Das war ja hier, ne? Rambo. Die Rambo-Verarsche. Der uns hier letztes Mal so kläglich weggestorben ist. Ich verliere die Geduld. Jungen, Alter. Verliere hier langsam, ne? Aufhören! Sagen Sie, was Sie wollen! So, da, das nehmen wir jetzt so. Niemand schmuggelt etwas in dieser Stadt, ohne die Corleones am Gewinn zu beteiligen. Scheiße, okay. Sie kriegen ihren Anteil. Und wir haben es geschafft. Na woll, das geht doch. Und Drehscheibe übernommen. Plus 60.000 Respekt und 15.000. Irgendwas kriegen wir pro Woche noch dazu. Und dafür haben wir wirklich so lange gebraucht. Also, ich schäme mich schon fast und entschuldige mich für diese doch sehr üble Zeitbemessung. Ja, jetzt muss ich nur noch alles hinkriegen, bevor die Zeit um ist. Heißt noch speichern und so. Aber das dürften wir ja locker packen. In 5 Minuten, denke ich. Latschen wir jetzt einfach mal einen Schritt schneller. Holen wir uns noch schnell ein schickes, schnelles Auto. Nicht wahr? Und dann geht das schon. Jo, das war doch auf jeden Fall mal lohnenswert, würde ich sagen.
So, bevor wir uns jetzt hier total verhauen, fahren wir. Wo fahren wir hin? Wir fahren mal zur Kirche. Denn, ich habe, mir wurde das gesagt, hier ist ja immer dieser blaue Punkt am Leuchten und darunter ist der FBI-Agent. Heißt, ich habe mich die ganze Zeit selbst verarscht. Hier war nämlich auch immer einer in der Nähe. Und wir sind immer bis ans andere Ende der Karte gefahren. Nur um da zu einem FBI-Agenten zu kommen. Und das hätten wir gar nicht gemusst. Wir hätten es so einfach haben können. Aber nein. Und deswegen ziehen wir das jetzt hier auch noch schnell durch. Wir fahren auch schnell zum FBI-Agenten. Und dann hat sich das auch schon fast wieder mit der Aufnahme. So. Schickes Auto parken. Und laufen. Lauf. Wir wollen ja den Mandenkrieg nicht verlieren, also... Moin. Sie können auch vier andere Familien beobachten. Wir verstehen uns. Kein Problem. Die haben es sowieso verdient, was? Hat sich der Typ nicht ein bisschen verändert? Sah er nicht ein bisschen anders aus? Egal, damit haben wir auf jeden Fall den Mandenkrieg gewonnen und das macht mich sehr glücklich. Heißt, wir haben keine Einnahmequelle verloren und wir haben noch ein bisschen bei den Brasis rausgeholt. Was auch sehr schön ist. Was machen Sie denn da? So, und jetzt fahren wir noch zum Versteck. Zum nächstliegenden. Und das wäre direkt das hier um die Ecke. Das ist doch klasse. Heute, jetzt so gegen Ende, hat es doch noch ein bisschen geklappt. Aber das waren ja auch nicht die Brasis und da brauchte ich auch nicht so lange. Von daher ist das vollkommen in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, bevor ich hier in einem orphänischen... ja, wie sagt man das? Jubel verfalle wegen dieses epischen Sieges. Denke ich, wäre es sinnvoll, wenn wir einfach speichern und dann nächstes Mal weitermachen. Obwohl, wir können ja noch ein bisschen die Nachbarin begrüßen. Hallo. Suchst du was? Ich suche immer was. Geht was? Ich meine aufs Haus. Hä? Oh, hör nicht auf. Ich mag es, wie du redest. Haha, Verhandlung erfolgreich. Also es bringt wirklich was, mit diesen Prostituierten zu reden, muss man schon sagen. Und da wir diesen relativ epischen Arschklatscher gesehen haben, speichern wir natürlich nochmal. Naja, es hätte jetzt nicht sein müssen, aber ich fand, es war ganz passig jetzt und ja. Mal gucken, wird hier oben gespielt? Hier oben wird gespielt. Was spielt ihr denn? Backgammon? Malefiz? Nein, mit solchen Kikalizien würden die sich ja nie zufrieden geben. Ja, ich versuche jetzt noch die letzte anderthalb Minuten rumzukriegen, damit ich die Folge dann so hochladen kann. Ich denke, es lohnt sich nicht mehr wirklich, das Gebäude zu verlassen. Oder wir machen das einfach so, dass ich dann jetzt hier abbreche und dann würde ich sagen, machen wir das eine Minute kürzer, das Ganze, bevor ich jetzt hier irgendwas verkacke. Also, herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Guckt doch meine anderen Let's Plays an. Damit tschö und auf Wiedersehen. Bis dann.